Wenn es ans Kofferpacken gehen, stellen sich viele Au-pairs die Frage, was muss ich eigentlich einpacken? Und das beantworte ich jetzt in diesem Video. Hey, wie geht's euch? Ich bin Tim von Tim Benches und hier geht's um Reisen, Auslandsaufenthalt und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das interessiert, denk mal über ein Abo nach und schau auch zu jeder Zeit des Videos einmal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich nämlich alle Sachen und Texte, die ich hier in diesem Video erwähne. Kurz mal vorab, ich habe bereits ein Video generell zum Thema Au-pair gemacht, das findest du hier oben und natürlich in der Beschreibung. Nachdem du die Beantragung deines Visums und alle anderen Formalitäten gemeistert hast, geht es ans Kofferpacken. Das erscheint wie eine Leichtigkeit. Doch dadurch ist die Gefahr groß, was zu vergessen und deswegen sollte man sich unbedingt eine Packliste machen und wegstreichen, woran man alles schon gedacht hat. Dann sieht man nämlich auf einen Blick, was einem noch fehlt. Auf Platz 1 der Liste steht logischerweise der Reisepass und dein Visum. Des Weiteren natürlich auch dein Flugticket. Die Flugnummer solltest du dir aber am besten nochmal besonders irgendwo hinschreiben, am besten einfach kurz ins Handy einspeichern. Solltest dir die Notkontakte von deiner Au-pair-Organisation, Agentur etc. raussuchen, also auch deren Telefonnummer, ebenso wie die der Botschaft und die deiner Gastfamilie. Ebenso solltest du einen kleinen Bargeldpuffer in der jeweiligen Landeswährung mitnehmen. Das können zum Beispiel für die USA 200 bis 300 US-Dollar sein. Und zudem empfehle ich auch einfach noch eine Kreditkarte, mit der man kostenlos im Ausland Geld abheben kann oder auch bezahlen kann. Und dann hat man damit kein Problem, ist abgesichert und hat zur Not immer etwas Geld dabei. Ein Video über Kreditkarten habe ich bereits gemacht. Das verlinke ich dir auch mal hier oben und in der Beschreibung. Dort geht es insgesamt zum Thema Bezahlen im Ausland. Natürlich brauchst du auch einen Versicherungsnachweis, denn wem nützt eine Versicherung, wenn man nicht nachweisen kann, dass man sie hat? Hol dir von deiner Versicherung dementsprechend einen Nachweis. Ein Video zum Thema Auslandsversicherung habe ich auch schon gemacht. Das verlinke ich dir ebenso hier und hier. Mein Gott, habe ich schon viele Videos hier produziert. Ganz wichtig, vor allem bei Au-pairs, ist auch der internationale Führerschein, weil es durchaus sein kann, dass ihr rumfahrt. Eventuell wurde das natürlich auch am besten Fall schon mit euren Gastfamilien abgesprochen, wie es gehandhabt wird. Aber ihr müsst unbedingt den internationalen Führerschein beantragen und mitnehmen. Zudem solltest du von deinen wichtigen Unterlagen wie jetzt Führerschein, Reisepass, Visum Kopien machen und die an anderen Orten aufbewahren sozusagen, dass du quasi immer noch mal nachweisen kannst, falls du etwas verlieren solltest. Kleidung. Natürlich ist es an sich dir überlassen, wie du dich kleidest. Natürlich solltest du hingegen aber auch wieder das etwas dem Land oder der Familie etc. anpassen. Und du machst nun mal viel mit Kindern, insofern solltest du dir bequeme, vielleicht auch ältere Sachen anziehen, weil die könnten natürlich schmutzig werden und dann muss man ja nicht die neuesten, besten Sachen anziehen. Zudem sollte man sich auch das Klima in dem jeweiligen Land angucken und demnach passende Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel eine sehr wetterfeste Jacke oder wenn es auch mal kälter wird wie in Kanada, sollte man natürlich auch Winterklamotten einpacken. Natürlich solltest du aber auch nicht nur alte Sachen einpacken, sondern auch ein paar schickere Outfits dabei haben, falls du mal irgendwie mit Freunden weggehst oder auch zu einer Familienfeier der Gastfamilie eingeladen wirst. Zudem sei auch gesagt, dass du nicht allzu viel einpacken musst, weil du dir ja auch vor Ort noch Sachen kaufen kannst. Und viele Au-pairs oder insgesamt Auslandsreisende genießen das, wenn sie eine längere Auslandszeit verbringen, auch schön im Ausland dann shoppen zu gehen und sich die benötigten Kleidungsteile erst nach und nach einzukaufen. Wenn du also erst im Sommer kommst, brauchst du noch keinen Wintermantel mitnehmen, weil du kannst ja einfach sonst da eine wärmere Jacke kaufen. Ja, dann solltest du natürlich die ganzen Kosmetik-Hygieneartikel für den Anfang mitnehmen. Die kannst du natürlich auch logischerweise vor Ort kaufen, aber du weißt ja auch nicht zwingend, ob die genau das haben, was du haben möchtest, je nachdem, wo du bist. Genau, sowas wie ein Haartrockner beispielsweise kannst du dir logischerweise auch oft von der Gastfamilie leihen. Würde ich einfach mal fragen und mit denen sonst absprechen im Vorhinein, dann weißt du das. Ganz wichtig sind natürlich auch Medikamente, wenn du etwas brauchst. Natürlich halt, falls du etwas Spezielleres hast, logischerweise diese Medikamente. Aber du solltest dir auch eine kleine Reiseapotheke mit Notfallmedikamenten wie für Schnupfen, Erkältung etc.
mitnehmen. Dann bist du auch abgesichert und musst nicht dich erst in der ausländischen Apotheke durchfragen. Was brauchst du sonst noch? Logischerweise dein Handy und Laptop oder so. Also gut, Laptop braucht man heutzutage gar nicht mal. Das würde ich dann von dir abmachen, abhängig machen. Natürlich musst du die jeweiligen Elektrogeräte auch aufladen und dafür würde ich mir eventuell einen Umstecker kaufen, also ne, dass man halt, falls es dann eine andere Steckdose in dem Land gibt, den Stecker halt passend dazu machen kann. Und da findet man aber auf Amazon ganz gute, günstige Exemplare. Ich packe euch einfach mal einen Amazon Affiliate Link, dann könnt ihr mich darüber unterstützen, falls ihr noch einen Umstecker kaufen müsst. Sehr gut ankommen tut auch immer ein Gastgeschenk für die Gastfamilie. Das gehört sich in Anführungsstrichen einfach so und macht auch direkt einen guten ersten Eindruck und das kann euch auch definitiv dann in Zukunft weiterhelfen. Solltet ihr Brillenträger sein, würde ich auch auf jeden Fall eine Ersatzbrille oder Kontaktlinsen nochmal mitnehmen, dass man quasi, falls die Brille kaputt geht, etwas in der Hinterhand hat. Was musst du nicht mitnehmen, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal hervorheben, du musst sowas wie Decken oder Handtücher auf keinen Fall mitbringen. Ebenso ist es mit Büchern, CDs, DVDs, da packen manche aus irgendeinem Grund auch einen großen Stapel ein, braucht ihr einfach nicht. Ja, und viele packen auch gerne mal viel zu viele Anziehsachen ein, macht das nicht, kauft euch den Kram lieber vor Ort. Eine Freundin hat das sogar so gemacht, die ist mit zwei Koffern hingeflogen, der eine komplett voll, der andere komplett leer und dann hat sie einfach den anderen Koffer noch so voll gemacht. Und sie hatten das irgendwie ausgerechnet, es war halt günstiger, direkt einmal quasi über Gepäck für einmal so zahlen, anstatt das irgendwie aus Kanada, wo sie hingeflogen ist, nachsenden zu müssen. Auch SIM-Karten lassen sich vor Ort meist günstiger erwerben als im Ausland. Daher würde ich euch das auch empfehlen. Für die Faulen packe ich euch trotzdem einfach mal eine internationale SIM-Karte in die Beschreibung. Dort könnt ihr dann in den jeweiligen Ländern auch telefonieren und Internet nutzen. In den EU-Staaten ist das glücklicherweise mittlerweile auch so, dass ihr auch einfach eure normale Flat weiter benutzen könnt. In manchen Staaten ist es sogar trotzdem billiger, da ist es eigentlich fast lohnenswerter, die ausländische Karte dann zu kaufen und es dann in Deutschland weiter zu benutzen. Und das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewerten würdet und es vor allem auch unter euren Freunden teilt. Auf meinem Kanal gibt es noch viele weitere Videos zum Thema Reisen, Auslandsaufenthalt und vor allem auch Au-pair. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.